Herzlich willkommen hier zurück auf dem GearReference-Kanal. Jetzt geht's weiter mit der Serie zum Spear Kit und zwar diesmal zum Petrol Pack aus dem UM21-Satz von Gregory. Das Petrol Pack ist der kleinere Rucksack im Satz, bestehend aus dem ganz großen Main-Rucksack und dann noch zu dem Butt Pack, was ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe. Das Petrol Pack ist der Rucksack, den man aus diesem Satz auf Referenzfotos am meisten sehen kann und auch am meisten in Benutzung sehen kann. Klar sieht man auch mal den großen, dann ist der irgendwo angebracht an einem Humvee oder liegt auf einer Toyota-Ladefläche etc. Aber eher selten, dass den irgendjemand mit sich herumschleppt. Also natürlich wurde es gemacht, aber die Referenzbilder sind dafür leider nicht so häufig vorhanden. Das Petrol Pack hingegen von Beginn des Krieges an auch auf sehr bekannten Fotos von den damalig operierenden ODAs zu sehen und ansonsten auch genutzt in anderen Einheiten. Zum Beispiel bei den Navy SEALs, gerade Anfang 2000, sieht man den ab und zu mal bei den ODAs schon gesagt, also Green Berets, primär 5th Special Forces Group, die ja für den Mittleren Osten im Einsatz waren. Die haben auch primär diese Wüstentarngeschichten gehabt. Andere ODAs, die standardmäßig mit Woodland ausgerüstet waren, hatten diese Sätze dann eben in Woodland. Die Anzahl der Modelle in Wüstentarn ist deutlich geringer. Ich habe dazu leider keine genauen Zahlen gefunden, aber es wurden weniger im Dreifarb-Wüstentarn beschafft als in Woodland. Ist dann auch genutzt natürlich alles, was SOCOM ist, bei der Air Force, Pararescue Jumper und auch bei den Combat Controllern. Warum auch gerade bei den Combat Controllern? Weil wir im Inneren ein Fach haben für ein Funkgerät. Und das ist relativ gut aufgebaut und ist auch wasserdicht, weil es ein dicker gummierter Stoff ist. Und wir im oberen Bereich Antennenports haben, wo die Antenne durchgeführt werden kann oder auch durchgeschraubt werden kann, wenn das mal eine größere Antenne sein sollte. Ansonsten ein ziemlich guter Allround-Rucksack, würde ich sagen. An sich lässt sich sehr angenehm tragen und hat unzählige Features. Die Rucksäcke im Allgemeinen, oder gerade auch der große, auch als Nickname Strapmaster 2000 genannt, weil die Dinger einfach tausende von diesen Straps haben, die überall verteilt sind und man eigentlich überall irgendwas anbringen kann. Was das Ganze nochmal so ein bisschen ausmacht, auch bei der Woodland-Version, ist die Tarnfarbe, die sich natürlich stark abhebt gegen das schwarze Material. Warum man schwarz genommen hat, meine Vermutung ist halt immer, die hatten einfach kein anderes Gurtband, obwohl ich andere Hersteller kenne, die zur damaligen Zeit schon zumindest was in Beige, Tarn oder sowas vernähen konnten. Warum das jetzt im Endeffekt so gemacht wurde, ist mir leider nicht bekannt. Dann schauen wir uns das Petrol Pack einmal im Detail an. Zu den groben Daten einmal, also der Rucksack an sich wiegt ungefähr 2,72 Kilogramm. Das Volumen entspricht ungefähr 31,87 Litern. Und die Belastung quasi, wie viel man überhaupt reinmachen kann, sind 22,76 Kilo. Damit ist es ungefähr angegeben. Dann beginnen wir einfach mal ganz vorne. Wir haben hier vorne eine, ja, Platte, nenne ich es mal, die innen drin einen festeren Schaumstoff mit vernäht hat. Der ist ziemlich stabil. Und zwar dient das Ganze dazu, um hier was zwischenzupacken und das Ganze dann nochmal so mitzuführen und mit den ganzen Riemen, die wir da dran sind, gegen den Rucksack zu pressen und einfach so mitzunehmen. Ein anderes Feature, wofür dieses Teil wirklich auch noch gedacht ist, ist gleich zu sehen. Bei den ganzen Straps, die hier dran sind, die muss man erstmal abmachen. Und zwar klappt man das Ganze ab und kann das Pad zum Sitzen benutzen und sich gegen den Rucksack lehnen. Der wird natürlich so eher umkippen, aber gegen Baum gelehnt oder etc. gegen eine Wand. Und schon kann man hier bequem sitzen und seinen Rücken hier anlehnen. Ansonsten haben wir vorne mal wieder das ganz normale PAL-System, um hier nochmal Taschen etc. anzubringen. Das Pad kann hier unten auch entfernt werden. Das wird hier einmal nur durchgesteckt. Und schon
Kann hier unten auch entfernt werden, wenn man es nicht benötigt, und der Rucksack so getragen. Hier unten sind noch zusätzliche ja, Schlaufen, um nochmal Ausrüstung anzubringen. Und hier am eigentlichen Rucksack natürlich auch wieder das Pouch Attachment Ladder System für weitere Taschen etc., um irgendwas durchzuschlaufen. Dann machen wir mal das erste Fach auf. Reißverschlüsse gehen ziemlich weit nach unten. Dann haben wir hier im Inneren zwei Netzeinsätze mit elastischen Bändern, um Kleinkram reinzumachen, eine Flasche etc. Und hier oben drüber haben wir hier einmal in drei Bereiche aufgeteilt, ein Gummiband und hier eins, was komplett offen ist, einfach nochmal um längere Sachen hier drin zu fixieren. Ansonsten ist hier oben noch ein kleiner Plastikkarabiner, den kennt man aus den von den Camelbags etc., dass man die hier oben einhängen kann oder irgendwas anderes, was man gerne daran sichern möchte. Der Frontbereich bietet ausreichend Platz, hat eine schöne Breite und das war's zu diesem. Dann kommen wir zum Hauptfach. Das lässt sich auch wieder sehr weit öffnen und hier drin ist eine ja, gummierte Hülle mit auch wieder 1000 Straps. Das nicht umsonst heißt das ganze System ja Strap Master 2000, weil einfach alles mit diesen schwarzen Straps ist. Und zwar kann hier ein Funkgerät rein. Das ist, wie ich schon gesagt, gummiert. Hier sind Lüftungslöcher drin und ist nochmal ein kleines Padding mit drin, was das Ganze ein bisschen weicher macht. Hier hinter dem Fach ist auch nochmal Platz, kann man seine Hand durchstecken bis nach unten. Hier kann man auch nochmal was reinschieben. Und wenn man hier die Hand reinsteckt, merkt man auch, dass hier eine Versteifung mit eingearbeitet ist. Für den Rücken gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Ansonsten kann natürlich alles Mögliche hier vor noch rangezurrt werden und bietet noch Restplatz für die Ausrüstung des Soldaten. Hier im oberen Bereich haben wir wieder die Label, Gregory, Herstellungsdatum und das Made in USA. Dann gucken wir mal eben kurz auf die Seite. Wir haben auf beiden Seiten, ist identisch, auch wieder PALS Webbing, um weitere Taschen anzubringen. Dann gehen wir gleich nochmal auf den Blick nach unten. Hier unten wieder nur ganz normal Belüftungs- und Wasserablauflösen. Kommen wir mal zum Rücken. Und zwar habe ich ja gerade erwähnt, dass da eine Verstärkung mit eingearbeitet ist und die hat quasi genau die Form, wie es sich hier schwarz absetzt. Ist hier oben hat es auch noch mal ein Padding, also auch noch mal schön weich, unten noch eine gummierte Fläche, damit es gar nicht so rumrutscht am Rücken beziehungsweise an der Hüfte, auch angenehm weich. Und dann kommen wir hier auch schon zum Hüftgurt. Der Hüftgurt ist hier am Rucksack befestigt, kann ja auch geöffnet werden und auch hier in der Länge verstellt und noch mal dem Träger angepasst werden. Ähnlich wie beim ELCS-System, dem Tragesystem, kann man hier die Länge einstellen, indem man diesen Steg rausnimmt und das Ganze nochmal versetzt. Und genauso funktioniert das hier auch. Das ist auch nur über diesen Steg befestigt und lässt sich auch einstellen, so wie der Träger es gerne haben möchte. Ansonsten hier vorne, natürlich, wie man das so bei Rucksäcken kennt, die so einen Hüftgurt besitzen, wird einfach verschlossen. Und hier haben wir auch wieder genug Webbing Straps, um das Ganze einzustellen an die eigenen Bedürfnisse. Dann haben wir hier die Schultergurte, die haben auch noch mal einen eigenen Schaumstoff mit drin, der schön weich ist. Innenseite ist so Neoprenmaterial. Wir haben hier den Brustgurt, der kann auch hier in der Höhe eingestellt werden und hier oben haben wir noch mal die Einstellmöglichkeit für die Schultern. Je nachdem, wie ich es tragen möchte, wie es bequem ist, kann ich es dann hier oben einstellen. Dann haben wir hier noch den Tragegriff für den Rucksack. Super stabil gemacht auf jeden Fall. Und hier unten wird ganz normal auch wieder die Länge und alles eingestellt. Hier sind noch Bänder dran, damit man leicht ziehen kann. Gut, die Seite schwierig, weil ich es da schon festgemacht habe. Zack. Und dann kann ich es weitermachen. Was man hier noch sieht: diese einzelnen Schlaufen sind für ein Fallschirmsystem, wenn man damit Fallschirm springen möchte, um das Ganze dann vorm Körper zu tragen, für das System zum Abwerfen etc.
Dann riskieren wir nochmal einen Blick nach oben. Das kennen wir auch schon ähnlich vom Buttpack. Hier sind zwei Antennenports für die Funke oder für das Funkgerät, was man hier drin hat, kann die Antenne hier durch oder natürlich auch wie immer alles andere, ein Camelback-Schlauch etc. Und dann haben wir hier den Platz für das Personal Identification Patch, also ein Infrarot-Patch, was hier drauf kommt, was dann abgedeckt oder geöffnet werden kann. Wenn man nicht das sehen soll, macht man es halt wieder zu, macht es drüber und das ist ja beim Buttpack auch schon dran gewesen. Das war es erstmal im Großen und Ganzen zu den Details dieses Rucksacks an sich. Und nun gehen einmal Grüße raus an Scott Brown. Der hat gefragt, wie man den Assault Pack dann mit dem normalen Standardrucksack kombiniert. Hatte ich erst gar nicht mehr auf dem Schirm, habe es auch in der Anleitung überlesen. Habe mir die Anleitung nochmal gedownloadet und irgendwann den kleinen Punkt gefunden, wo es nochmal erklärt ist. Eigentlich ein Basic-Ding, so wie ich mir es auch schon gedacht habe, weil das Parallelen sind, die auch in der Bundeswehr so gemacht werden, gerade beim Berghaus. Und zwar einmal, dass das Assault Pack oben drauf kommt, mit dem Deckelfach geschlossen wird. Dafür hat der große Rucksack auch genau die richtige Breite, um das Assault Pack, das Patrol Pack genauso da drauf zu bekommen. Und die Version 2 ist hier vorne, genau hinten wie bei dem Patrol Pack, dass er auch vorne diese Flappe nochmal dran hat, es hier hinter zu machen. Das baue ich jetzt gleich auch nochmal um. Ansonsten sind genug Straps etc. vorhanden, um das ganze Ding hier drauf zu bauen. Und schon ist es wieder abgenommen. Natürlich, wenn es voll beladen ist, muss man die ganzen Straps nochmal ein bisschen erweitern, muss man noch ein bisschen genauer gucken. Aber nur um es mal eben zu zeigen, habe ich es jetzt mal auf die schnelle Art und Weise gemacht. So, ich habe den Rucksack jetzt vorne mal hinter die Klappe gesteckt. Jetzt gibt es natürlich noch tonnenweise Clips, die man schließen kann. Jetzt muss ich mal wieder den richtigen finden. Macht sich natürlich einfacher, wenn man was sehen kann. Wie gesagt, der ist natürlich jetzt leer, aber nur um das mal zu verdeutlichen. So, die sind geschlossen. Jetzt haben wir oben den Gurt vom Deckelfach. Da sind zwei Clips dran. Der eine gehört nach vorne zur Klappe, wird wieder festgezogen und mit dem anderen schließt man oben den Rucksack. Dann kann das Deckelfach wieder drauf. Jetzt ist es natürlich noch sehr weit eingestellt, weil ich gerade oben drauf das Petrol Pack hatte. Und dann wird auf der Vorderseite auch wieder festgeklippt. Und so haben wir jetzt das Petrol Pack vorne an den Rucksack angebracht. Dann bedanke ich mich wieder einmal herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt, etc. Alles gerne runterschreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank. Tschüss. Thank you.